Hallo liebe Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Dead by Daylight. Teamwork makes dream work. Heute steht Kooperation auf dem Plan. Und wer wäre dafür besser geeignet als der gute Dwight? Sogar fast perfekt gezeigt. Ich muss sagen, auch wenn ich ihn nicht häufig spiele, ich feiere so ein bisschen den Charakter auch von Dwight, weil der erinnert mich einfach so an dieses klassische Beuteschema von diesen Kampf-Karens. Und da hat schon einen erwischt. Toll, die ist AFK, also auf die kann ich nicht zählen. Nö, nicht schon wieder der Trickser. Nervt doch langsam. Okay, die sieht mich schon mal nicht. Das mit der Kooperation klappt also noch nicht ganz so. Scheinbar ist der entkommen. Sehr gut. Sieht auch einfach aus wie wirklich so der Manager von so einer mittelmäßigen Pizzabude. Das soll jetzt nichts Negatives sein, aber da wurde echt sich mal wirklich Gedanken gemacht, auch richtig mit Herz. Wenn ich mir das mal so angucke, jetzt so. Ich hoffe, dass der diesen Charakter entworfen hat, dafür irgendwann befördert worden ist. Solche Leute machen ihren Job mit Herz und mit Liebe zum Detail für die Gamer. Ei. Ach so, das ist keine. Ich dachte, das wäre eine Truhe. Gut, Kooperation klappt nicht wirklich. Ich sitze hier irgendwie schon wieder die Hälfte der Zeit alleine. Ich habe da eine Idee, um den zu retten. Jetzt kommt der? Schade. Das. Vielleicht sieht er uns ja nicht. Oh, der ist hinter jemandem anderen her. Gut. Da bist du, mein Freund. Jetzt sehe ich dich. Also für Kooperation ist der echt geil. Halt an. Wieso kann ich den nicht heilen? Ach so. Wahrscheinlich irgend so ein Perk, so ein Fluch oder sowas.
Scheiße, wo ist er jetzt hin? Ein paar Kooperationspunkte will ich auf jeden Fall noch. Wisst ihr, was ich mich manchmal frage? Wie hat der die Kuh da hochgekriegt? Derjenige, der das war. Weil so ein Schlachtvieh wiegt ja auch mal einiges. Okay, der Killer ist hinter ihr her. Hinter der Gesunden. Jetzt sind alle da. Sie da irgendwie rausholen. Okay, ich habe einen anderen Plan. Bevor ich den jetzt noch 3 Minuten hier zusehe, wie die da den Killer beschäftigen, mache ich einfach Jens. Das Naheliegendste. Wo ist denn Jen? Wo ist denn Jen? Wo ist denn Jen? Ha, perfekt hier hinten. Hier ist gerade niemand. Das ist jetzt goldene Opportunity. Holen wir die so eben da raus. Jetzt wären so ein paar Reparaturskills echt geil. Muss ich zugeben, habe ich nicht so eingeplant. Diesen Verlauf. Komm, ich will mich als der große Retter aufspielen. One left. Ich spiele mit dem Gedanken tatsächlich, den im Haus des Killers zu machen. Also in seiner Hütte. Ja komm, es ist gerade keiner hier. Das ist gerade eine Möglichkeit von Gottes Gnaden. Und ein Totem gibt es da auch noch. Geil. Jackpot. Dann gibt es eben heute keine Kooperation, dann gibt es eben heute Matt rettet den Tag. Sehr gut. Noch hier rein. Der Killer ist hinter dem gerade her. Den hier hingebracht. Na gut. Was willst du machen? Oder farmen die da gerade Blutpunkte? Nee. Der will die schon aufhängen. Also dieser David King da hat den jetzt richtig provoziert.
Das musst du so erstmal hinkriegen. Frage, wie kommen wir hier raus? Wenn natürlich alle schon hier sind, würde sich zwar das Tor anbieten, aber ich probiere es jetzt trotzdem mit dem anderen Tor noch. Oder? Ich weiß es gerade echt nicht. Nein, verpiss dich! Nein, verpiss dich. Hau ab, hau ab, hau ab. Nein. Jetzt will er uns alle gleichzeitig umhauen. Wieso macht keiner das scheiß Tor auf? Wie blöd kann man denn sein? Oh Kinder, macht doch das scheiß Tor auf! Jetzt kommt einer auf die Idee, sehr gut. Selbst wenn ich hier sterbe, dann war mein Opfer nicht umsonst. Komm, alle schaffen's, alle schaffen's! Ich glaub's nicht, ich musste noch nicht mal geopfert werden. Das hat Spaß gemacht. Gut, das Totem in der Hütte hätte ich auch gerne noch mitgenommen. Ja, jetzt habe ich natürlich die Selbstlosigkeit drin gehabt, hier als Opfergabe. Naja, hat am Ende doch nicht so viel gebracht. Ein bisschen tut mir der Killer schon leid, weil das war am Ende doch Hardcore, wie der da aufs Korn genommen wurde. Naja, kommt vor. Gut, das war es für heute. Schaut nochmal in die Videobeschreibung, da gibt es wie immer noch ein paar Links. Einen, da kommt ihr auf meinen Community-Server. Beim anderen geht es halt zur Community Dead by Daylight Germany. Falls ihr Mitspieler sucht, Fragen habt, News wollt, whatever, seid ihr da auch gut aufgehoben. Und ansonsten, ja, bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer lasst doch vielleicht einen Daumen nach oben für diese... Ich will es ja fast schon sagen, trotz dass ich die wenigsten Punkte habe, heroische Generatorenreparatur, während die da den Killer abgelenkt haben. Ja, Dreamwork makes Dreamwork, auch lautlos, auch etwas anders. Und lasst ruhig ein Abo da, dann verpasst ihr auch nichts, immer wieder neue Gameplays und dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal.